Was ist es aber? Wo sind alle? Where is everybody? Hallo? Hello? Anybody there? Ist da jemand? Hello? Das ist nicht richtig. Hallo? Oh, da hat er aber so richtig schön einmal ins Mikrofon. Hallo? Boah, hoffentlich explodiert mir das nicht in Post. Das hat auf jeden Fall geklippt. Das werde ich in der Wellenkurve zu sehen bekommen. So, bleiben wir mal wieder bei dem Garant. Nein, sie sind drin. Glaube ich, so heißt es. Ich glaube, ich vertue mich auch die ganze Zeit mit den Waffennamen hier. Aber es ist mir egal, es ist für mich... Ich nenne es jetzt, ich versuche es jetzt Karabiner zu nennen. Hallo? So. Karabiner, 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 Karabiner. Nein, 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 nein. Das ist nicht das Camp. Weil das Camp zur Hölle gegangen ist. Hier ist verdammt nochmal niemand. Ich bin die ganze Zeit einer Sackgasse gefolgt. Ja. Auch das wissen wir mittlerweile. Schau sich einer diesen Ich überlebe seit Ewigkeiten in diesem Loch. Und hier ist ein Militärcamp in einer Raffinerie, die ihr nicht verteidigen könnt. Das ist eine Waffe, die kenne ich irgendwie aus Counter-Strike. Ist das eine A... Wie heißt das Ding? A irgendwas... sexy. Sexy Motherfucker. Verdammt! Wichser. Macht schon. Macht schon, Wichser. Macht schon, Fred. Mir reicht's. Macht schon. Was habt ihr? Macht schon. Ist das alles, was ihr drauf habt? Ist das alles, was ihr drauf habt? Macht schon. Ich sag's dir, Fred. Ich bin jetzt nicht in der richtigen Stimmung. Aber wenn du kommen willst, dann los. Nehmt das, ihr Wichser. Oh, aber wenigstens sagt der Wichser. Come on, you fuckers. Aber doch, das ist sexy. Das Ding ist sexy. Sehr schön. Mi likey likey, muy mucho. Me gusta. Me gusta muy mucho, genau so rum. Haha. Hurensöhne. Jawohl. Auch das ist eine passende Bezeichnung für sowas. Was haben wir da? Wieder M3-Gedönse. Ach nee, hier das Ding. Warte mal, so. Munition klauen. Genau, hier hinten gab es wieder nichts außer nervtötende Schatten. Energie hab ich. Der Schlüssel war in dem Schrank da. In dem Schrank war der. Irgendwo hier. Guck mal, jetzt sind wir wieder bei 680 Schuss. Na, ich glaube, das werden wir hier überleben. Akimbo-Style. Aber, you sexy. Das war ein Schuss in den Ofen. You sexy motherfucker. Ich wollte jetzt nicht in diese Prince-Sphären abdriften. Ihr Blöden. 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 Arschlöcher. Arschloch. Arschloch! Was schaust du an? Mach mich an. Willst du etwas davon? Mach schon! Mach schon! Was habt ihr? Du bist Abschaum! Du bist Abschaum, du bist Abschaum. Aber so ein bisschen cringy schon. Ich meine, der Sprecher bemüht sich. Sichtlich, aber irgendwie reicht's nicht. Ich meine, ich wüsste nicht, ob ich es besser könnte. Ne, sprechen will ja auch gelernt sein, tatsächlich.
Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass irgendwie die Direction nicht... Also dass das Übersetzungsbüro da so ein bisschen verpeilt hat, da sauber die Situation zu lesen. Aber auch trotzdem glaube ich, dass man einen anderen Sprecher besser hätte nehmen können. Boah, Manfred Lehmann wäre doch super gewesen, aber das ist für das Projekt, glaube ich, zu teuer. Naja, aber so ein Die Hard-Spiel kann man doch auch wunderbar in VR machen. Ne? Schön hier in dem Stil halt, ne? Mit Waffen und rumrennen und pam, pam, pam. Da hinne kommen noch welche. Und nach wie vor fände ich das gut, wenn man hier irgendwie Leuchtspurmunition reinbringen könnte. I'm cold. Ich friere. Ich friere. Ich friere wahnsinnig. So. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ja, ja, uns ist doch allen kalt. So, hier meldet sich mein Gitter wieder. Das heißt, Schritt zurück und weitermachen. So, jetzt kommt doch hier gleich der Safe Room. Genau, hier ist die Leiter, die ich letztes Mal fast übersehen habe. Das hat alles keinen Sinn. Das ist sinnlos. Ja, das ist die Definition von es hat keinen Sinn, sinnlos, sinnlos, es hat keinen Sinn, aber ich gebe dir recht. Aber sonst kann man hier schön durch die Korridore jetzt strafen und... Was ist das? Halle, 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 Fred, 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 mach schon, gib mir etwas, gib mir... Da hast du etwas. Und da, und da, und da, und da. So, jetzt haben wir hier den Safe Room. Jetzt verliert er also seine Hoffnung. Genau, dann kommen wir wieder raus. Dann bla, dann finden wir noch ein Radio. Dann müssen wir dieses Tor durchsprengen und dann sind wir schon in Arizona Sunshine. Also in Sunshine, Arizona. Gefangen im Nirgendwo. So, und jetzt mal gucken, wie gelangweilt dieser Sprecher klingen kann. Ich weiß nicht einmal, wohin ich gehe. Ich gehe nur. Oh Mann. Also ich weiß nicht, was du hast. Ich hab Spaß. Ach, jetzt kommt ja hier auch wieder der unperformante Teil, ne? Lass mich in Ruhe. Ne? Nein, das ist auch irgendwas. Ukraine oder was? Ich sage, lass mich in Ruhe. Idiot. Sehr schön, riesengroß. Besser als das, finde ich, glaube ich.
Und was mache ich denn da? Ich meine, die ist sexy. Ich will dann doch mein M3 lieber dabei haben. Nein! So, ist jetzt hier irgendwo, habe ich die? Da unten. Jo! Probieren wir das Ding doch mal aus. Ja, auf Entfernung ist sie auf jeden Fall nichts. Behalte ich die oder nehme ich die mit? Weil die ist schön. Die ist rabam, rabam. Brauche ich die Schrotflinte eigentlich? 70 Schuss? Kaum benutzt? Kalaschnikow ist eigentlich ganz gut, dass das Einzelschuss. Ich habe zwei Automatikgewehre. Die Kalaschnikow will ich eigentlich auch nicht, weil die ist auch sehr tight. Ach komm, scheiß drauf. Wir probieren es jetzt einfach so. Hier gibt's ja nichts zu min-maxen. Schau. Hillbilly Wunderland. Voll mit diesen stinkenden Bastarden. Vielleicht gar nicht so anders als vor der Apokalypse. Ho! Das ist. Friss das. Friss das. Rein in deine hässliche Passage. Edith. Na komm, ich glaube, die da hinten brauche ich gar nicht. Ich glaube, auf Steam gibt es Achievements, wenn man hier ein Bullseye trifft. So, das waren alle. Na, da hinten sind dann noch ein paar hinter dem Haus. Schau dir dieses Mistloch an. Aber ich bin tatsächlich erstaunt. Also es ist jetzt hier noch meine erste Session. Und ich mache jetzt hier die ganze Zeit mit Smooth Locomotion. Das geht. Also ich glaube, so langsam gewöhne ich mich wieder daran. Gucken, ob ich das durchziehen kann, weil wir müssen jetzt hier durch das Teil. Das heißt, wir müssen die ganzen Häuser alle einmal abfrühstücken. Jetzt komme ich hier wieder nicht weiter. Dann müssen wir hier durch und dann sind wir in... da ist ein Clipping-Fehler. Guck mal da. Hihi. Nochmal. An alle Überlebenden. Lebendig und wohl auch. Oh nein! Hat er das echt selber eingesprochen? Sonnenschein! Oh, von dort aus senden sie. Ja. Freddy's! Ich verschwinde ins liebliche Sonnenschein Arizona. Nichts wie los! Oh, Kollege. Das ist schon so ein bisschen niedlich. Auch, dass er da selber die Sachen einspricht. Das ist großartig. Blöde Raffinerie. Fehlt nur noch ein Aufstampfen mit dem Fuß. Dass dann extra ein 3D-Körper eingeblendet wird, das mit dem Fuß gestampft wird. Was ist hier passiert? Wolltet was sprengen, hä? Vor allem, warum wollten die den Hiking Trail zu Sunshine denn sprengen? Was bringt das? Ah, gut. Ich sag dir was. Ich werde ein netter Bursche sein und den Job für dich zu Ende bringen. Hört sich das an, hä? In Ordnung. Dann los. Aber ich weiß nicht, der Typ hat keine Sprecherstimme. Überhaupt nicht. Ich habe eine bewachte Wohnanlage hier finden kann. Das ist vermutlich richtig. Ich bin gleich zurück, Kumpels. Ruhig bleiben. Hast wohl gedacht, kannst dich einschleichen, wa? Hast du falsch gedacht?
Denn diese Kopfhörer haben ja Surround. Also die Audiogeschichten hier. Ah, wenn ich mich jetzt noch dran erinnern könnte, wo denn die einzelnen... Stupid. Dabei sind die Kronjuwelen doch mega wichtig. Da kommen die alle hergekrabbelt. Aber ich weiß nicht, irgendwie mag ich das Karabinergewehr. Irgendwie mag ich das. Ne, die anderen sind hier das und die Kalaschnikow, die kann ich dann am Ende benutzen. Wenn da die großen Zombie-Orden kommen, wenn der Hubschrauber kommt. Das ist ja eine schicke Bombe, Alter. Schicke Bombe, Alter. Nicht etwas, das man im Internet findet oder so etwas. Aber nicht zu schäbig, Männer. Nicht zu schäbig. Boah, das ist aber auch teilweise so sehr literal übersetzt, ne? Was gibt es? Na, what's cooking? Ehrlich, wenn ich kann, Jungs, echt schnell. Ich bedauere so sehr, was ich über euren kleinen Park hier gesagt habe. Ich habe nicht richtig nachgedacht und es ist wirklich hübsch. Wirklich hübsch. Weißt du, steht erst da und dann losrennen. Jetzt kommen da wieder von hinten irgendwo welche angespawnt. Wie in Doom. So, da drin war doch auch einer, oder? Irgendwo war irgendwie einer drin. Irgendwie, irgendwo, irgendwann mal einer. Und Nummer zwei. Nur noch einer. Das war's. I'm waiting for you. And for you too. Gibt's auch noch ein Weihnachtsgeschenk hier. So. Vor allem höre ich da auch wieder Radio. Aber ich kann mich irren, aber die Performance ist jetzt irgendwie besser. War ich hier auch drin? Ne, also hier irgendwo ist Radio. Sehr wahrscheinlich, weil das von da oben runterschallt, genau deswegen. Doch ein bisschen ruckelt's. Wenn hier Sachen nachgeladen werden, beziehungsweise ich mich hier durch die Zonen bewege. Da ist einer drin. Aber ich glaube, wir müssen hier rein. Oh, und ich sollte was essen. Bäh, 852. Bald haben wir das Limit erreicht. 907. Also wir haben hier keine Probleme mit. Oh ja, Zeit für ein kleines Feuerwerk. Machen wir das. Da kann ich auch mit den Babys hier spielen. Dann können wir auch richtig Spaß haben hier.
In dein Gesicht, Junge. In dein Gesicht. Und in deine Scheibe.